Hallo und herzlich willkommen zurück zum Multiplayer-Modus von Call of Duty Ghosts. Und ja, es ist jetzt bestimmt schon zwei oder drei Wochen, zwei Wochen so circa nach Release. Und ich spiele jetzt erst das zweite Mal, also ich habe auch zwischendurch gar nicht mehr gespielt nach der letzten Aufnahmesession, seht ihr auch an meinem Level. Und ja, ich habe auf jeden Fall in den Kommentaren bekommen, oh, was ist das denn? Können die verschiedene Truppen freischalten? Trupppunkte, drei Trupppunkte brauchen wir dafür. Neues Truppmitglied für drei Truppunkte freischalten. McCabe, Seaman, Buckley, Goldsworthy, Lindsay und dann brauchen wir, oh Gott, 500 Truppunkte für den. Ja, da können wir doch ordentlich zusammensparen. Bringt uns das was? Ach, die können wir alle einzeln, okay. Modifizieren, ich verstehe schon. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Ausrüstung 1 an. Und Waffen. Und dann wurde mir die AK-12, glaube ich, empfohlen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war eine AK, die mir empfohlen wurde. Mal nochmal kurz. Wie gesagt, ich bin total neu im ganzen Call of Duty-Business. Das heißt, falls irgendwelche Waffen dabei sind, die schon aus früheren Teilen bekannt sind, dann wird mir das überhaupt nicht auffallen. Und deswegen bin ich auch noch überhaupt nicht sicher, welche Waffen jetzt was für mich sind und welche jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal eure Kommentare an. Da wurde mir halt gesagt, dass das hier zu empfehlen sei und deswegen nehme ich die auch einfach mal. Was haben wir hier? Handfeuerwaffe oder Werfer? Nehme ich mal die, glaube ich, mal bei Handfeuerwaffe hier. Da will ich mir jetzt natürlich extra was kaufen, da will ich unsere wenigen Trupppunkte, die wir bislang haben, noch nicht viel verschwenden. Dann gucke ich mal, wir können hier einen Schalldämpfer reinpacken. Der macht aber unsere Reichweite ein bisschen runter, dafür aber unsere Präzision hoch. Gut ist halt, dass wir dann nicht gesehen werden, ne? Beim Feuern auf Radar nicht sichtbar. Verringertes Mündungsfeuer, dafür allerdings auch geringere effektive Reichweite. Aber auch geringere effektive Reichweite. Achso, ja, geringere effektive Reichweite, so. Ich würde sagen, für mich als Noob ist das gar nicht mehr so schlecht, dass wir uns das holen. Damit, ja, uns Gegner nicht immer sofort sehen, sobald wir schießen. Und mehr können wir jetzt leider auch nicht leisten hier. Deswegen. War hier noch Extras? Die Waffe ist nach dem Sprinten schneller bereit. Schnelleres, na, ach so, das haben wir alles noch gar nicht freigeschaltet. Dann müssen wir uns auch kaufen. Oder, also wir schalten auch erst auf Level 26 und 56 und so weiter frei. Also brauchen wir uns das eigentlich noch gar nicht angucken. Erstmal ein bisschen spielen jetzt, ne? Also, Spiel suchen. Standard natürlich und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Abschluss bestätigt, den kenne ich nämlich noch. Jo, wir sind tatsächlich der mit dem niedrigsten Level von allen, die hier mitmachen, aber was hatte ich auch anderes erwartet. Wie gesagt, seit der letzten Aufnahme ist ja schon jetzt fast eine Woche vergangen oder über eine Woche vergangen und ja, ich habe seitdem kein bisschen mehr gespielt, außer dem Singleplayer, den habe ich nämlich eben fertig aufgenommen. Und ja, mal gucken, wie schlecht ich mich jetzt wieder schlagen werde. Overlord hatten wir auf jeden Fall schon. Das sagt mir vom Namen her was. Nicht, weil ich mich noch daran erinnere an die Strecke, sondern nur, weil ich mich an den Namen erinnere vom Folgenbenennen. Warten auf andere Spieler. Nehmen wir natürlich die neue Ausrüstung hier. Ja, ein Visier wäre, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen. Dann kriegen wir jetzt ein paar Trupppunkte, können wir uns noch ein Visier drauf packen. 4, 3, 2, 1 und go. Dann legen wir mal los, Ghost-Trupp. Ja, legen wir mal los. Hier kann jetzt nämlich schlecht Leute so snipern. Oder wenn sie es tun, dann ist es nicht gegen ihr Team, weil man natürlich auch die Marken einsammeln muss, die man kriegt, wenn man einen Gegner erledigt hat. Der Erste, der jemanden erledigt hat. Und sind dann auch gestorben. Da hat leider keiner eine Marke bekommen. Sehr ärgerlich. Wir haben einen Abschuss verwehrt. Ich hätte es gerade genau in dem Moment, in dem ich hier reinrenne, kommt da ein Gegner und haut ihn weg. Die Marken mitnehmen, verdammt. Das hat mich damals schon aufgeregt. Als ich das andere gespielt habe. Habe ich ja nur wenig gespielt, aber ich glaube, das war sogar Modern Warfare 3. Ich meine ja, dass die Leute die ganzen Marken nicht mitgenommen haben. Die haben die Leute mal weggeballert und dann einfach die Marken liegen lassen. Also, nehmen wir die Marke mit.
Wir liegen in Führung. Sehr gut. Scheiße. Ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert. Da liegt eine Marke mitten rum. Feindliche Satcom gesichtet. Das war gar keine Marke, sondern so ein Pillar hier. Na gut, da waren da zu viele. Und ich war auch zu noobig, hätte ich theoretisch noch wegballern können. Wir haben die Führung verloren. Okay, leider ist die Steuerung hier noch nicht so umgestellt, wie ich es im Singleplayer umgestellt habe. Abschluss bewährt, Abschluss bestätigt und dann schnell hier rein. Feind den Solarpanelen. Sind die Mehrzahl von Solarpanel, Solarpaneele. Okay, wisst ihr mal was? Ich muss hier mal ganz kurz umstellen. Steuerung, Bewegung. Und zwar soll Ducken auf STRG und hinlegen auf Feststelltaste. Das ist mir wichtig, denn so habe ich es bei Battlefield 4 auch immer und bei Battlefield 3 auch schon gehabt. Und ich komme dann sonst sehr durcheinander, wenn es hier anders ist. Fuck. Da waren zu viele. Da hat sich zu lange gewartet, jetzt sich die umstellen, aber ich hoffe, das speichert er sich jetzt. Da muss ich es beim nächsten Mal nicht machen. Ey, durch die Umstellen. Durch die Umstellen hat zu lange gedauert. So. Ich sehe. Verbündete Trinity-Rakete im Anflug. Verbündete Trinity-Rakete. Kommt sofort, wenn die meisten Leute hier in diesem Spielmodus trotzdem immer noch so ein bisschen Team Deathmatch machen. Verbündeter Heli kommt. Okay. Ich hab gerade schon Schiss, dass das Ding da auf uns zukam. Hat er jetzt nicht geschossen? Oh Gott. Ah, wenn ich die linke Maustaste drücke, dann dreht er sich nach links. Das ist natürlich nicht das, was ich machen wollte. Warte mal. Waffen feuern. Links. So. Warum hat der das jetzt gerade ausgestellt? Ja, kein Wunder, dass ich jetzt die letzten beiden Male keinen erschossen habe. Der einfach nicht schießt. Warum hat er das denn umgestellt? Quasi zwei verschwendete Tode. Einmal, weil die Schusstaste nicht belegt war. Und einmal, weil ich da hinten rumstand. Und quasi. Oh, Not. Ja, und mein Menü verändert habe. Da hinten war einer. Da hinten ist einer. Oder da kommen auch gerade zwei. Feindliches Ankommen gesichtet. Das war wohl der Führende. Abschluss bestätigt. Ich finde das mit dem Schalldämpfer gar nicht mal so schlecht. Da habe ich wirklich den Vorteil, dass ich so lange nicht noch schlecht bin. Satcom bereit. Ah, Zentimeter vor der Marke. Abschuss verwehrt. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall so ein Satcom. Feindliche Satcom gesichtet. Jetzt stelle ich da einfach mal hin. Mir wurde ja gesagt, dass das auf jeden Fall ist, um Gegner zu markieren. Aber bislang ist mir das noch nicht so aufgefallen. Boah. Ja, ne, von hinten. War mir klar, dass hier noch irgendwo Gegner rumschwirren. Die sind da hinten, glaube ich, auch gerade gespawnt. Sie haben die Satcom zerstört.
muss auf jeden Fall sagen, dass mir die AK jetzt auf jeden Fall noch nicht so schlecht gefällt. Feindliches Abkommen gesichtet. Abschuss bestätigt. Hat auch die Marke nicht mitgenommen. Sind die denn alle so schlecht? Oder habe ich irgendwie gerade eine verdammt schlechte Ping? Oder warum treffen die mich alle nicht im 1 gegen 1? Ja, wenn ich eine schlechte Ping hätte, dann würde ich die doch auch nicht treffen, oder? Weil aus irgendeinem Grund im 1 gegen 1 trifft mich gerade keine Sau. Sollte ich eigentlich da sehen. Ist das da rechts die Ping? Dann habe ich 11. Abschuss bestätigt. So, da hinten läuft noch einer. Feindliche Satcom gesichtet. Ich habe schon wieder ein Satcom. Verbündete Satcom aktiv. Kommt dann mal hin. Wahrscheinlich stelle ich das immer an die ungünstigsten Positionen. Ich weiß auch nicht, wie groß die Reichweite ist oder nur, wenn da einer dran vorbeirennt oder was weiß ich. Einmal in einer Runde habe ich, glaube ich, Satcom-Unterstützung bekommen, aber ansonsten noch nie. Abschluss bestätigt. Oh, Abschluss bestätigt. Ich glaube, das wollte ich nicht. Scheiße. Ja, gut, jetzt habe ich seine Waffe. Wachhund bereit. Wachhund! Feindliche Satcom gesichtet. Hund! Und Hund! Wachhund getötet. Na, immerhin. Ich finde, das läuft gar nicht so schlecht. Wunderbar, wir haben gewonnen. Und ich habe 14-9. Hallo? Eine positive KD ist immer was. Hey, na Hund. Hey, was willst du? Naja. 14-9 finde ich echt gut. Und ach, das rechte waren Marken, die ich eingesammelt habe. Ne, die Ping wird gar nicht angezeigt. Naja. 14-9 erledigt, 13 Marken eingesammelt. 9-mal gestorben. Finde ich ganz okay. Und ich weiß gar nicht, Siege hatten wir, glaube ich, noch nicht. Octane hatte ich jetzt schon. Und also, warum sind immer alle für die Strecken, die ich schon hatte? Ich will euch endlich mal, ich will euch zumindest jede Strecke einmal gezeigt haben. Aber anscheinend sind hier schon so ein paar Stages dabei, die keine Sau mag. Und ich sie deswegen irgendwie nicht präsentieren kann. Ich bin der Einzige, der für Siege gestimmt hat. Ich will ja nur wissen, was das für eine Strecke ist. Toll, okay, dann sehen wir die halt wieder nicht. Spielen wir halt wieder Octane.